in der U-Bahn, da kam ein Controlletti, er schaute mich böse an. Ich fragte alles Paletti, er antwortete nicht und griff mit einer Gegenfrage an. Er fragte mich, haben Sie denn einen Fahrschein, junger Mann? Einen Fahrschein hatte ich nicht und ich hatte auch kein Geld. Und seine Kameraden hatte mich schon längst umstellt. Jetzt konnte ich nicht weg und wusste nicht mehr wohin. Doch plötzlich kam mir intuitiv was Schönes in den Sinn. Ich sagte, ich habe etwas für euch, ich weiß, dass ich gewinne. Ich habe Halt, ich habe Halt. Controlettis rannten davon, ja, sie hatten Angst. Sie rannten aus der Bahn und hatten sich im Kapo verschanzt. Diese Schlacht hatte ich gewonnen mit Zauberkraft und Hall. In den Tiefen dieser Schächte hörte man den Schall. La 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 la. Irgendwann stand ich im Park und ich fand ein Osterei. Da kam ein Polizist, er meinte, dass es sein Ei sei. Ich sagte, wer es gefunden, der kann es doch behalten. Dem Polizist gefiel das nicht und drohte mich umzugestalten. Er befahl mir mit böser Miene, meinen Ausweis vorzuzeigen. Und wenn ich keinen hätte, müsse ich ihn wohin begleiten. Ich erklärte ihm, dass ich etwas viel Schöneres für ihn habe. Er brüllte, so verzeihen, ich sagte, wie sie wünschten, in voller Gnade. Ich habe Halt. Osterei war meins, der Polizist rannte weg. Jedes Mal zu Ostern bekam er diesen Schreck. Ich habe Halt, ich habe Halt, ich habe Halt.